Du möchtest ein Gaming-Headset anschließen, weil du mit deinen Freunden chatten möchtest. In diesem Video zeige ich dir, wie das geht bei der Nintendo Switch. Es gibt drei Möglichkeiten, wie du dein Gaming-Headset anschließen kannst. Verkabelt, über einen USB-Dongle oder über eine Bluetooth-Verbindung. Deine Switch verfügt über einen 3,5 mm Audioeingang. Der befindet sich an der Oberseite neben dem Speicherkartenplatz. So kannst du einen Kopfhörer mit Kabel verbinden. Wenn du einen Kopfhörer hast, der über einen USB-Typ-C-Dongle verfügt, kannst du ihn auch nutzen. Stecke dafür den Dongle an der Unterseite in die Switch und warte kurz, bis eine Verbindung hergestellt ist. Jetzt ist dein Headset startklar. Du kannst einige Gaming-Headsets auch über Bluetooth verbinden. Halte dafür die Bluetooth-Taste einige Sekunden lang gedrückt und warte kurz. Gehe auf deine Nintendo Switch zu Systemeinstellungen und dann zu Bluetooth Audio, wähle Gerät hinzufügen und suche das Headset, was du koppeln möchtest. Dein Switch ist jetzt mit deinem Gaming-Headset verbunden. Das war's auch schon wieder. Wenn du noch Fragen hast, kannst du sie immer gerne in die Kommentare schreiben. Danke dir fürs Zuschauen und tschüss! Ja, dann ist es nicht Ja.